Guten Tag und herzlich willkommen hier zu unserem Mediengespräch nach unserem letzten Heimspiel in der Bundesliga-Saison gegen den VfB Stuttgart. Ganz besonders begrüßen wir natürlich die Gäste aus Schwaben, an der Spitze Cheftrainer Bruno Labbadia, den ich damit auch um seinen Kommentar zum Spiel bitte. Ja, ich denke, dass wir ein gutes Spiel abgeliefert haben, dass wir meiner Meinung nach auch verdient gewonnen haben, von dem wir einfach sehr zufrieden sind, dass wir nach den letzten zwei Wochen dann heute so ein gutes Spiel abgeliefert haben, vor allen Dingen Ergebnis geliefert haben, was wir uns gewünscht haben, von dem her alles gut. Ich denke, sehr erfreulich. Wir haben heute die Möglichkeit gehabt, ich glaube 550 Mitreisenden, die durch dieses Geisterspiel in Rom geschädigt wurden, dass die heute hier mitgenommen wurden. Ich denke, das war eine feine Sache, dass sie auch noch einen Sieg von uns gesehen haben. Ich denke, von dem her ein gelungener Tag für uns und ja, denke, sehr, sehr gut. Schalke wünsche ich fürs Endspiel jetzt am Schluss nochmal viel Glück und denke, das werdet ihr packen. Danke. Vielen Dank, Herr Labbadia. Jens Keller, dein Kommentar zum Spiel, bitte. Ja, erstmal Glückwunsch an Bruno für den Sieg. Wie er sagte, ich denke auch, dass ein verdienter Sieg für Stuttgart war. Wir sind, glaube ich, sehr, sehr gut ins Spiel reingekommen. Die ersten 15 Minuten hatten auch eine sehr große Möglichkeit. Ja, und dann haben wir wieder das gemacht, was wir immer wieder, wenn es bei uns nicht so läuft, in die alten Muster zurückverfallen, dass wir einen Schritt nach hinten gehen, dass wir nicht mehr aggressiv sind, dass wir einfache Ballverluste haben. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, wenn im Januar uns jemand gesagt hätte, dass wir in Freiburg ein Endspiel hätten um Platz 4, dann hätte jeder Hurra geschrien und so ist es. Das haben wir uns jetzt verdient, das Endspiel. Und so werden wir das diese Woche auch angehen. Wir haben es immer noch selbst in der Hand, unser Ziel zu erreichen. Und die Mannschaft hat nach jeder Niederlage, die wir hatten, immer Charakter bewiesen und ist immer wieder zurückgekommen. Und so werden wir auch gegen Freiburg zurückkommen und wir werden das Endspiel annehmen und werden uns da konzentriert darauf vorbereiten, und, um unsere Ziele oder unser Ziel zu erreichen. Danke. Vielen Dank, Jens. Gibt es Ihrerseits Fragen an die beiden Trainer? Hier hinten ist schon die erste. Herr Keller, heute ist bekannt geworden, dass Ihr Vertrag um 2 Jahre verlängert worden ist. Erste Frage, wie erleichtert sind Sie, dass dieses monatelange Hickhack jetzt beendet ist? Und zweitens, hätten Sie sich ein solches Statement eher gewünscht? Nein, überhaupt nicht. Ich war immer komplett im Bilde, was der Verein gemacht hat. Wir sind offen und ehrlich miteinander umgegangen. Und ich glaube, wer mich die letzten Monate erlebt hat, war das nichts, was mich belastet hat und was mich kaputt gemacht hat, im Gegenteil. Und ich freue mich natürlich wahnsinnig, dass der Verein das Vertrauen mir ausgesprochen hat. Das ist ja nicht selbstverständlich bei so einem großen Verein. Aber es zeigt auch, dass ich die letzten Monate, glaube ich, hier nicht so schlecht gearbeitet habe. Und sicher hätte ich heute natürlich gern den Deckel drauf gemacht und dann wäre es ein perfektes Wochenende gewesen. Aber jetzt verschieben wir das auf nächste Woche und dann werden wir nächste Woche unser Ziel erreichen. Gibt es weitere Fragen? Das ist nicht der Fall. Dann darf ich noch kurz erwähnen, Veltins Tippspiel für Gewinner. Am letzten Spieltag hat keiner damit gerechnet, dass wir heute ein anderes Ergebnis erzielen. Oder jeder gerechnet, wir erzielen ein anderes Ergebnis. Kein Gewinner heute. An Ihnen allen eine gute Sommerpause und wir sehen uns dann wieder hier an alter Stelle, spätestens dann, wenn es zum Raoul-Abschiedsspiel geht. Vielen Dank.